Ja, gut, dann bin ich mit den Freunden. Hier haben wir übernachtet in diesem Hotel. Und das ist da ein paar Kilometer vor Tarifa. Es ist jetzt morgen 9 Uhr. Schnell mal an den Strand und dann schauen, morgen essen, was es da gibt. Und hier in diesem Hotel, das ist ein Surferparadies, da sind wir alles unter wilden Surfern. Die Verrückten, die auch noch im Winter surfen wollen. Und der Atlantik hier ist da wild. Und morgens um 9 und ich habe schon einen Surfer im Meer gesehen. Einen Wellensurfer. Ja, da draußen ist der. Jetzt sucht sich eine gute Welle, denkt er. Ja, und ich denke, da drüben ist Afrika. So, liebe YouTube-Freunde, nach einem langen Irrfahrt sind wir in Gibraltar gelandet. Parkieren sehr schwierig, erst nach langem. Und mit Hilfe einer Engländerin konnten wir an einem Ticketautomaten ein Ticket lösen. Das Schwierige war, zuerst überhaupt einen Parkplatz zu finden. Und als wir den gefunden hatten, konnten wir nicht bezahlen. Ja, Premiere für Bauerhausi. Wir stehen in Gibraltar. Das war schwierig. Ja, die Währung hier ist Pound. Es ist lustig. Jetzt sind wir doch noch auf englischem Grund gelandet heute. Hätte ich auch nicht gedacht. Suchen wir nochmal einen Blick auf den Hafen zu werfen. Ja, und hier warten wir schon wieder, um ausreisen zu können. Dann müssen wir wieder durch den spanischen Zoll und es ist Abend um 3:30 und alles will raus. Und hier ein Blick ins Hotel Elba in Estepona. Ein Luxushotel, der krasse Gegensatz zu gestern. Guten Morgen, YouTube-Freunde. Morgenstimmung in Estepona am Mittelmeer. Jetzt 8:30 Uhr. Gerade aufgestanden. Ja, schön, leicht bewölkt. Es ist auch ein bisschen Regen gemeldet. Vielleicht wird es heute nicht so schönes Wetter. Ja, und heute bleiben wir noch ein bisschen da in Estepona, dann fahren wir rauf nach Malaga und wir werden im Holiday Inn neben dem Flugplatz übernachten. Und dann am Sonntag morgen schon um 7:30 Uhr Rückflug in die Schweiz nach Basel. Also ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.